Jawohl, servus, grüß euch und habe die Ehre wiederum aus dem Kronwelli. Jetzt stelle ich mal schnell ab. Wir sind unterwegs wieder auf ein neues Projekt. Super, super Wetter. Raps haben es weggehauen. Und jetzt sind wir da herum am Hausfeld und gleich einmal da am Rand von dem Feld Tiere Eschen weggeschnitten. Stucker 40 mindestens. Richtige dicke Gescher. Die haben alle, die werden alle Tiere, welche an Eschentrieb sterben, haben wir weggeschnitten. Die haben da an dem Rand. Jetzt bin ich gerade da und lade schon auf. So, das nimmt kein Ende nicht. Aber eine saubere Sache, das sage ich euch. Jetzt schauen wir mal schnell rein. Ja, haben nicht ein paar aufgesprungen. Ne? Ein Tier wird jetzt auch teilweise schon Riss drin. Teilweise schon Riss drin. Ja. Schaut euch die dicken Dinger an, die Verrecker alle. Ja, aufgerissen. Und natürlich auch schon Riss drin sind, weil alle eigentlich schon Blasendrucker. Ganze Holz. Blasendrucker. Aber die sind schon so kräftige Eschen. Schott dafür. Total Schott dafür. Da wäre ich bald wieder reinfahren aufs Sägewerk zum Schneiden. Da stehen noch etliche da, ein paar so Kraxen, die lassen wir noch stehen, weil die haben alle noch einigermaßen grün. Vielleicht haben wir doch auch dabei, die was durchstehen. Aber da ist auch das kleine Stängelzeug, haben wir eigentlich weg, da können wir alle lassen, weil gehen still, lieber mehr still an. Weg da, da würde ich sagen. Ja? Ja, so schaut das Ganze da aus. Den hat es sauer aufgeschnalzt da. Aber ansonsten, der ist eh krumm, da kann man Sägewerk eh nichts machen. Wäre aber trotzdem schneiden. Ist ja wurscht, wenn die aufgesprungen ist, das macht ja nichts. Aber wie gesagt, da haben wir da in den Feldrand da, haben wir überall solche schöne Eschen drinnen. Überall, Eichen, Eschen, da auch, alles voller Eschen. Ja, mal jetzt drin aus der Batzen. Und die haben wir jetzt alle da so also rausgeknien, ja. Schaut euch einmal das an, was das für trimmerste Dinge sind. Zwei wunderbares Holz. Schaut mal jetzt aus. Da. Ja, und jetzt. Ja, wenn man sich jetzt den anschaut, da, der ist Blasendrucker, schön, was da für Risse drin sind. Die sind schon zusammendiert. Unglaublich. Ja, das ist ein Risikobaum, gell? Kommt man auch still an für ein stehendes, wie sagen sie, Totholzbaum. Aber ich sag dir ganz ehrlich, die Baum, die sind die gefährlichsten Baum. Wenn einmal ein Wind kommt und da trischt alle ins Feld rein, dann darfst du auch das Zahnraum anfangen, weil alle im Feld drin liegen. Nein, die schauen wir doch mal weg. Wir haben genug Totholzbaum, da wollen wir still rein, die sind richtige Gewaschel. Das ist lieber gescheit aufgeräumt, dann passt die Sache wieder. Ja. Da haben wir jetzt dabei, bei den Eschen haben wir jetzt Gott sei Dank fertig, weil mit der Hitze weißt du sowieso nicht, wie es die Tränen und Winden so ist. Schaut euch einmal die Gläscher, oder? Alles Eschen, beste Holz. Ja. Wunderbar, nimm mir ein Sägewerk. Ja. Schaut euch das an. Wir haben alles sauber da rausgeschnalzt. Der Quer, da kann man mit dem, muss man gar nicht viel tun, weil da kann man noch vom Feldrand aus mit dem Ausleger, kann man bis reingelangen und kann man es mit auflegen. Schaut euch mal so, der hat mindestens 65 Durchmesser. Schade dafür, dass die alle kaputt werden da. Aber mei, so ist es halt, ne? Bin ich wieder da mit meinem John Deere. Und natürlich Rückgewand. Da haben wir nicht genug. Und wir noch hinten für Biomasse. Da hinke ich euch hin, da könnt ihr zuschauen. Biomasse fahren, Hackschnitzel wird das. Will wieder drum haufen, wo den ganzen Zeug da alles ist. Da kommt noch mehr dazu. Da unten liegt auch noch was. Wunderbare Eschen, hat sich das auch. Ein paar haben noch grün. Aber wie lang halt, ne? Aber das sehen wir. Ein Lercher steht da drin. Ganz wichtig, ein Lercher. Wunderbar, ja, schaut euch das an. Was ist das? Das neue Gold. Wenn der Russ spinnt,
Wie das Brennholz rar. Ja. Ideal. Beste Ware. Esches, Hartholz, Brennholz. Das werden wir alles sauber aufrichten. Dann werden wir es zusammenschneiden. Und nach kann der Winter kommen. Braucht kein Mensch ein Gas. In Deutschland herin, oder? Was meint ihr jetzt? Jawohl, dann würde ich sagen, tue ich weiter und schaut ein bisschen zu.
So, mittlerweile haben wir schon wieder Viertel aufgeladen. Das letzte Viertel. Biomasse ist alles fort für die Hackschnitzel. Das ist jetzt eine brennholzbare, wunderbare Sache. Ja, genau. Das sind die Eschen gewesen. Und jetzt dann lade ich das noch ab, das Viertel. Das wunderbare Viertel, hört euch das an. Wunderbare Eschen. Richtig das beste Brennholz, super Ware. Jawohl, einwandfrei. Natürlich für die Hackschnitzel auch top, die Nist und so weiter. Jawohl, und dann habe ich noch einen um, der Eschen mit dem 60er Durchmesser. Und die bringe ich nicht auf. Die packt er nicht. Also keine Chance. Ich weiß nicht, wie viele Tonnen die hat. Wahrscheinlich 2 Tonnen, 1,5 Tonnen wird die haben. 6 Meter lang. Die bringe ich nicht auf den Rückenwagen, die packt er nicht. Wurscht, die zahren wir runter, das Feld runter und noch alles mit dem Frontlader, das ist gar kein Thema nicht. Alles lege ich mit dem Frontlader auf und noch lege ich es hinten für das Sägewerk. Schneiden das auf. Jawohl, das war es wieder gewesen. Sommerarbeit, Tiere, Eschen rausschneiden. Jawohl. Also, ich halte euch nicht länger auf. Ich hoffe, ich habe euch wieder ein bisschen amüsieren können. Ich sage wiederum Dankeschön fürs Zuschauen. Gell? Bis zum nächsten Mal. Und wenn euch meine Videos gefallen, dann bewertet das positiv und ich darf mich ganz, ganz sackrisch freuen um ein Abo. Drückt auf Abonnieren drauf. Dann verpasst das nächste Video nicht. Jawohl, die Hintern auch voll träge. Jetzt gehe ich zum Hintwaschen noch, weil Zeit ist auch. Und ihr für euch einen schönen Feierabend. Gell? Also, hab eine Ehre. Servus, bis zum nächsten Mal. Aus dem Kronwelli. Jawohl. Aus dem Boden schießt bei uns die Fröhlichkeit aus uns aus, a Hollaria Hollaro. Und drum ist für uns das Leben eben die allerhöchste Freiheit. Hollaria Hollaria Hollaro. Hollaria Hollaria Hollaro.